Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin mal einkaufen. Wir haben hier wieder ein paar Sachen. Diesmal werde ich das aber anders machen. Diesmal werde ich nicht ein langes Video machen, sondern jetzt mit dem Zeug, was wir jetzt haben. Und wenn das andere Zeug da ist, was morgen sein wird und übermorgen und nächste Woche, werde ich nochmal extra Video machen vielleicht. Und das werde ich dann zusammenschnippeln. Also nicht wundern, wenn ich da verschiedene Klamotten anhabe. So. Fangen wir erstmal hier oben an. Nachdem ich jetzt so viel für die Kleinen, also für die große Kleine und für die Kleine bestellt habe, habe ich jetzt was für meine Katzen bestellt. So Katzengrasbeutel, also Katzen-Catnip-Beutel, da ist Katzenminze und Baldrian ist da, glaube ich, auch drin. Zwei verschiedene. Also hier sind jetzt nur noch drei drin. Ich habe so ein Fünferpack geholt. Die sind auch verschiedene Größen, wie ihr seht. Also so breite, so kleine, dann kleine, dünne. Und zwei haben sie sich schon verdient, also obwohl das in diesem Beutel ist. Und dann war es noch in einem Umschlag. Sind die Katzen so Tigger, so abgegangen, dass der sich auf dem Tisch gerollt hat und so, auf dem Umschlag gerollt hat. Und dann musste ich dann zwei rausnehmen. Und deswegen sind hier nur drei drin. Und dann, das war ein Paket für, weiß ich jetzt gar nicht wie viel. Und dann habe ich noch ein einzelnes gekauft. Das ist dieses hier. Das riecht nicht so extrem wie die. Das hat ihn auch nicht so wirklich interessiert. Da ist auch dann noch zusätzlich Stoff drin. Also, und dann ist da noch Stoff drin. Die anderen, da ist das wohl pur drin. Das ist konzentrierter. Da sind die voll drauf abgegangen. Da kommen noch zwei Sachen. Die werde ich dann hinten ranhängen, wenn die dann irgendwann mal kommen. Es ist jetzt auch nicht alles von mir hier mit bei. Ich wollte eigentlich ein Video machen mit meinem Zeug und ein Video mit Frauchens Zeug. Aber das mache ich jetzt eh ein längeres Video. Also ich habe diesmal wirklich nicht viel bestellt. Eine große Sache ist noch mit bei. Da mache ich aber, entweder zeige ich es euch hier kurz im Anschluss, weil da sitzt jetzt meine Frau gerade drauf auf dem. Ja, jetzt kann ich sagen, ich habe einen Stuhl bestellt. Der ist auch schon aufgebaut. Unboxing konnte ich nicht machen, weil ich habe hier zu wenig Platz. Der ist viel größer, als ich gedacht habe. Und da war einfach kein Platz. Ich konnte auch kein Aufbauvideo machen. Weil das einfach barbarisch groß war, das Paket. Und schwer, wie Sau. So. Dann habe ich hier das bestellt. Das hat, weiß ich jetzt gar nicht, 10 oder 15 Euro gekostet. Steht jetzt zwar Barbecue-Grill drauf. Ich hatte ja vorhin ja schon mal, hatte ich euch das ja schon mal gezeigt, diese Matte, die ich bestellt hatte und dann das für einen Grill. Die haben uns auch bis jetzt gute Dinge geleistet. Und jetzt habe ich durch Zufall noch was gesehen, wo ich gesagt habe, Mensch, muss ich mal jetzt mal gucken, dass ich das hier irgendwie aufkriege, ohne dass das, weil der Aufkleber ist hier echt ein bisschen doof aufgeklebt. Jetzt. So. Hier sind 5 Matten drin. Die kann man auch zuschneiden. Die sehen jetzt so aus. Also da haben wir dann einmal so eine schwarze Platte. Einmal, zweimal, dreimal und dann so eine. Für den Grill halt. Und wenn man einen runden Grill hat, kann man den zuschneiden. Wenn man einen großen Grill hat, legt man sie nebeneinander. Für mich, also ich werde das mit meiner Mutter und meiner Frau teilen. Für mich war eigentlich interessant, dass ich das Ding hier mit bei habe. Und vor allen Dingen, das ist dreimal mit bei. Also eins für mich, eins für meine Frau, eins für meine Mutter. Das kannst du in den Herd unten reinlegen. Und wenn man einen Grill oben drauf hat und dann zum Beispiel auf den Grill Pizza hat oder so und was runtertropft oder so, kommt das hier rauf und dann nimmt man dann raus, wäscht das ab und dann tropft nichts auf den Herd, wo man dann einschäumen muss und die Scheiße wieder sauber machen muss. Das ist hiermit nicht. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Wochenende habe ich jetzt nichts, wo ich das jetzt testen kann. Aber es kommt die Zeit, wo wir da testen können. Meine Mutter weiß auch noch nicht Bescheid. Das wird eine kleine Überraschung für sie. Da wird sie sich freuen. Arbeitserleichterung ist auch immer was Schönes. So, dann haben wir das. Das stelle ich mal bei sie. Was? Sind die wiederverwendbar? Die sind wiederverwendbar. Die machst du rinnen in den Ofen und wenn du das dann fertig bist mit Kochen und Backen und so, dann nimmst du das raus, wäschst das im Abwasch ab oder haust das in die Geschirrspüle. Und dann kannst du es wiederverwenden. Das ist nämlich der Positive. So, dann habe ich noch was bestellt. Das ist jetzt hier
Wartet mal, da muss ich mal gucken, dass ich das ist hier nochmal mit Folie. So, meine Güte, zeigt den Beutel, den wir auf immer. Das sind so Haken. So. Und hier sind nämlich, war auch ein schwarzer Haken mit bei. Den will ich nämlich für meinen Autoschlüssel und für meinen Wohnungsschlüssel haben. Da kann man dann hier praktisch Karabiner, ich bin nicht auf den Namen gekommen, klappt man das auf, macht seinen Schlüsselbänder ran, seine Schlüsselringe ran, macht zu und dann schraubt man das zu, so, und dann geht das nicht mehr auf und zu. Ja, also man kann keinen Schlüsselring dadurch verlieren. So. Und da haben wir halt verschiedene Farben dabei, das ist so ein 10er-Pack. Da haben wir einmal schwarz, einmal grau, also ein dunkles Grau, dann haben wir ein helles Grau, dann haben wir Gelb, dann haben wir so ein Grün, so ein 4, so ein 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, was sind 10? Dann haben wir Orange, dann haben wir Lila, dann haben wir Rot, dann haben wir Blau und ein helles Blau und auch die Schlüsselringe sind mit bei. Und das fand ich ein richtig geiles Angebot, weil einmal für mich persönlich, für meinen Schlüssel, für meinen Autoschlüssel, dann für meine Tochter ihren Schlüssel, vielleicht für meine Frau auch und meine Mutter vielleicht, ich weiß es nicht. Und dann halt nochmal eben, wo der Kellerschlüssel und so dran ist, was ich jetzt immer nicht mit bei habe, nicht ständig mit bei habe, dass ich das dann an Haken hängen kann. Und alles schön sortiert ist. Hat auch nicht viel gekostet, 9,99 € oder so. So, haben wir immer das. So, dann habe ich für die Kleine ein personalisiertes, was ist das, ein Kuscheltuch, wa? Schnuffeltuch, Kuschel-Schnuffeltuch. Ich packe das mal aus. Das habe ich jetzt bei eBay. Alles andere bei Amazon. Nee, Quatsch, die Catnip-Dinger, die sind auch von eBay. Ich hatte es ja schon mal von Amazon bestellt und jetzt wollte ich einfach mal eBay testen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier ein Anfang ist. Ich finde keinen Anfang. Ja, aber irgendwo muss ja hier eine Seite auch irgendwo ein Anfang sein, oder? Ah, ich hab's. Meine Frau hat zwar gesagt, wir haben sowas schon und ist doch Schwachsinn und so. Und dann hat sie aber gesehen, dass es personalisiert ist und wie schön das aussieht. Und dann hat sie gesagt, ist doch okay. Und zwar von Body Baby. Steht hier drauf. Also ich zeige euch erstmal das Schild Body Baby. Und das ist dieses Schnuffeltuch hier mit so einem Bärchen. Haben sie auch als Einhorn oder so. Aber ich fand das mit dem Bärchen und der Schlummermütze. Und das lächelt auch, das Bärchen fand ich halt sehr süß. Das ist auch echt ganz weich. Und die Noppen hier, die sind so, ja, die Noppen, die hier so drauf sind, wie als wenn da Luft drin ist, die sind ganz weich und so. Und dann personalisiert. Da steht der Name unserer Tochter, Juna Scuddy. Sieht man das? Das ist auch nicht nur rauf gedruckt, das ist rauf gestickt. Ja doch, die Schrift, ich hatte eigentlich eine verziertere Schrift ausgewählt. Das sind die Buchstaben halt so. Ja, kann auch sein, dass die Buchstaben so sind. Also wenn ihr das bestellt, dann müsst ihr dem Verkäufer, ich werde den Link unten in die Beschreibung packen, dann müsst ihr dem Verkäufer schreiben, eine Privatnachricht danach schreiben. Da steht ja dann die Artikelnummer und sowas alle da, was ihr da gekauft habt. Und dann sucht er euch, schreibt er den Namen hin, gehen bis zu 8 Zeichen, glaube ich, weiß es gar nicht. Dann müsst ihr die Farbe auswählen, weil die Stickfarbe könnt ihr auch auswählen. Rot, Grün, Blau, Weiß, Grau. Aber ich fand Grau halt am schönsten, weil so ein bisschen Silber rüberkommt. Und den Schriftstil könnt ihr euch auswählen. Die haben 10 oder 12, bin ich mir jetzt nicht sicher, verschiedene Stile, wie die Namen geschrieben werden können. So, haben wir das. Für meine Frau kommen dann noch Rollos, also so Thermorollos, die haben wir bestellt. Hatte ich gestern im Stream gesagt. Die waren halt über Amazon viel billiger. Hier im Baumarkt hätten wir bezahlt um die 30 Euro, war 34 Euro?
40 Euro. Für die Größe, die wir brauchen, also für die großen. Und jetzt haben wir für ein großes. Und jetzt habe ich für drei, haben wir bezahlt, was haben wir bezahlt für drei? 70 Euro oder so. 70, also 60 mal 100, 210, 90 mal 210 und, was war das? 100 mal 100. 100 mal 150 für das Kinderzimmer. So, und ich mache das jetzt, weil das, was jetzt hier drin ist, das kommt nämlich dann gleich alles in Steri, sonst hätte ich, und das brauchen wir, sonst hätte ich gesagt, mache ich ein Video mit allem drum und dran. Da haben wir einmal bestellt von Avant wieder. Avant. So rum. Seht ihr das? Nuckel. Weil die laufen verloren gehen und weil sie jetzt auch größer wird. Wir haben hier zwei verschiedene. Wir haben hier einmal die Classic und die Ultra Air. Die Ultra Air, die haben dann hier oben, dann, also haben hier zwei Luftlöcher und da soll sie wohl besser Luft ziehen können. 0 bis 6 Monate, anders gibt es nicht. 0 bis 6, 6 bis 18 gibt es. Und die sind hier ein bisschen anders gemacht. Wartet mal, ich guck mal, dass ich euch das irgendwie zeigen kann. Kann ich das zeigen irgendwie? Nee, kann ich nicht zeigen. Ich muss das hier oben abreißen, sonst kriegen wir das nicht auf. So. Ja, da ist es schon kaputt, Jan. Oder? Nee, Quatsch, das ist das Ding, was man aufmachen muss. So. Und dann hat man hier halt, ich nehme mal das Papier kurz raus für euch. So, da haben wir jetzt hier die Nuckel. Die sehen dann halt so aus. Und hier sind die halt B-Löcher und dadurch kann sie halt besser Luft ziehen und blockiert halt nicht. Und zum Sterilisieren, also zum Saubermachen, ist hier so eine Schale mit bei. Wir hauen sie sowieso in den Sterilisator. Und da soll man Wasser reinmachen, dann soll man das zumachen und so eine Mikrowelle stellen. Für, steht hinten drauf ein paar Minuten, Minute oder so, und dann sind die auch sterilisiert. Wenn ihr natürlich einen Sterilisator habt, einfach rinnen und dann fertig ist. Und hier könnt ihr sie dann auch mitnehmen für unterwegs. Nimmt aber viel Platz weg. Deswegen, ich packe mal das andere aus. Deswegen haben wir hier die hier noch. Die hatte ich ja schon mal geholt, die Classic. Da müsst ihr aufpassen. Ich habe auch gedacht, diese Box, wo die jetzt drin sind, in Steri rin und dann für unterwegs. Nein, die schmilzen. Also die schmilzt. Die könnt ihr dafür nicht nutzen. Jetzt müssen wir hier erstmal den Aufkleber an der Seite abmachen. Also das könnt ihr vergessen. Also die hält auch nicht wirklich die Box. Also ihr könnt so, könntet halt wieder so zusammen machen. Für unterwegs nicht geeignet, weil es immer wieder aufgeht. Aber die haben hier so eine Kappe drumherum. Und die einfach hier so. Und dann kannst du das abmachen. Und dann kannst du das Kind den Nuckel geben. Und wenn es nicht braucht, packst du das wieder rauf. Und dadurch sind die geschützt. Kommt kein Dreck ran, kein Staub ran, ging gar nichts ran. Und ja, da haben wir jetzt hier einmal mit einem Seestern. Und einmal mit zwei Delfinen. Die anderen, die Classic, die war da oben, nee, die ultrasensitiv oder die Luftdinger, die wir haben, die haben auch, kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, die sehen dann oben anders aus. Die sind so undurchsichtig. Da mal gucken, ob sie die überhaupt nehmen will. Fassen sich auch anders an, ist halt kein Latex. So, ich mach mal die Pappe mit drin, dass Schatzi das dann oben wegpacken kann mit. Nee, da ist ja was zum Lesen auch mit bei. So, dann haben wir hier Natural, für die Sauger ist das. Die, deswegen mache ich das Video jetzt auch, weil die müssen, wie gesagt, so, müssen die in Steri, weil wir haben nur 0 bis 3 Monate. Und die Kleine ist, was? 0 bis 2 haben wir. 0 bis 2? Nö, 3, gibt nur 0 bis 3. Was willst du jetzt zeigen? Die Dinge. Nee, der gibt so verschiedene Größen. Wir haben Einser und Zweier. Einser und Zweier? Ja. Weil für einen Monat. Ich hatte ja schon mal welche gebraucht, eine Flasche gebraucht gekauft. Und da waren zwei von den drei Dinger mit bei. Wo ist denn, wieso geht denn das hier nicht auf? Ja,
Ist hier noch irgendwo Klebeband drumherum oder so? Also, jetzt haben wir es auf. So. Und die sehen halt so aus. Und die haben sie auch noch mit Antikolik und so. Passen alle auf die Avant-Flaschen rauf. Aber das sind die, die imitieren die Brust. Genau. Die imitieren halt die Brust. Den Link packe ich euch dazu in die Beschreibung. Die sind halt hier unten so geriffelt, das sieht man. Und da steht halt auch drauf 0 bis 3. Und die kommen dann halt auch in Stereo, wie gesagt. Ach, hier war noch Klebeband dran, okay. Deswegen hat es nicht hier funktioniert. So, können wir so lassen. Und davon habe ich halt 4 Pakete bestellt, also 3 sind hier noch, weil wir 10 Flaschen haben und sind 8. Aber 2 waren ja bei der einen Flasche, die ich gekauft habe, mit bei. Nagelneue, noch original verpackt. Deswegen kommen wir denn damit halt hin. Dann habe ich noch dieses hier geholt. Das sind für die Avant-Flaschen die Verschlüsse. Das heißt, also die habe ich bezahlt. Also das ist alles hier von Amazon. Frauchen hat aber nur 100 Euro gehabt, als Gutschein geholt. Und ich habe dann halt von mir noch, weil ich noch von der letzten Bestellung 14 Euro noch was drauf hatte. Ne, Quatsch. 19 noch was, war? 19 noch was drauf hatte. Habe ich dann, konnten wir dann halt für mehr, habe ich dann noch was geholt. Und das sind halt jetzt, die kommen dann in die Flaschen rein. Die sind hier auch, oh ne, die sind nicht Weichhase, die sind richtig hart. Und wir wissen jetzt nicht, bei denen, die wir haben, weil bei den Avant-Flaschen ist das ein bisschen doof gemacht. Da müssen wir erstmal testen, wie es mit den Dingern ist, weil ich hatte vorher so ein Schraubding, was zum Verschließen ist, eins nur. Ob wir das trotz der Nuckel rein, der Trinkdinger hier reinmachen können oder ob wir die rausnehmen müssen, das müssen wir dann erstmal noch testen. Und hier sind halt 6 Stück drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, ja. Und glaubt mir, man braucht 6, weil die verliert man auch ständig. Na, komm da her. So. Oh, so. Da haben wir das. So. Dann können wir das dann mit hochnehmen und in Steri packen. Ja, das wart jetzt soweit. Ich werde euch gleich noch kurz den Stuhl zeigen. Muss hier aber einen Cut machen, weil meine Frau läuft da rum. Also vorher hat sie gesessen, jetzt läuft sie da rum. Die Kleine ist in der Manduka, also in so einem, wie heißt das Ding, Hängematten? Babytrage. Mhm. In der Babytrage, die pennt. Und Frauchen will halt nicht drauf sein und die Kleine soll nicht drauf sein. Deswegen mache ich jetzt kurz einen Cut und wir sehen uns gleich noch mal kurz wieder. So, da sind wir auch schon in der Gaming-Ecke. Da ist er, der Noble-Share. Da steht so dran, ein Noble. Und das ist der Hero. Ich habe hier das Drehrad dran. Er ist sehr hart, muss ich so sagen. Die Sitzfläche ist ziemlich dick, könnt ihr ja sehen. Hart ist er, aber geil. Also er macht sich wirklich richtig gut. Ich habe ihn gestern das erste Mal mit Zocken benutzt, im Stream von Devil May Cry. Hat aber keiner von euch mitgekriegt, dass der neue Stuhl da ist. Ist geil. Also er lohnt sich. Also definitiv ist kein Vergleich zu vorher. Obwohl er hart ist, also härter ist. Der andere war auch hart, aber nicht so hart. Der hatte so eine gewisse Weiche noch. Aber der ist kein Vergleich, einen Stuhl zu haben, eigentlich wieder, der nicht wackelt. Die Rollen sind schön weich. Also bis jetzt habe ich nur Positives mit ihm erlebt. Werden wir ja sehen, wie er sich jetzt schlägt. Ich werde da auch nochmal ein separates Video machen. Wie gesagt, ein Unboxing und ein Hardware-Video konnte ich nicht machen, weil hier ist nicht der Platz, dass ich es unboxen kann, geschweige denn, dass ich es aufbauen kann. Das hat hier gerade so geklappt. Und Frauchen und Kind waren ja auch mit bei und dadurch, wie ich die Kamera gestellt hätte, wären nicht alle drauf gewesen. Und immer wäre irgendwie vielleicht die Kleine oder Frauchen mit drauf gewesen. Das war dann halt nicht machbar. So, dann soll es für die Hälfte vom Odin war einkaufen gewesen sein. Also nicht wundern hier, warum hier grün ist. Der Fernseher ist zwar aus, aber ich habe die Playstation an, weil ich gerade aufgenommen habe Senku. Und ja, deswegen ist das Licht an.
Ja, ich hänge jetzt hier hinten ran das nächste, wenn es kommt. Vielleicht kommt das ja heute schon, ich weiß es nicht. Oder morgen kommen die Rollos. Und da reicht es ja auch, wenn ich euch zwei Rollos zeige, die Thermodinger. Weil die anderen sind ja eher uninteressant. Für die Katzen kommen dann noch Katzenminzekissen in Fischform. Ich habe Goldfisch bestellt. Ich wollte es einfach mal testen, weil die cool aussahen. Und für einen Euro oder so und kein Versand, habe ich gedacht, greifst du mal zu. Oder 65 Cent Versand? Ich weiß es gar nicht. Und da habe ich zwei verschiedene Größen bestellt. Und das müsste dann... Ach nee, und dann kommt noch eine Schnullerkette. Eine personalisierte. Die kommt auch noch. Die sollte eigentlich jetzt auch die Tage kommen. Und wenn alles denn da ist, nehme ich es dann halt nach und nach auf. Und dann habt ihr eben zusammenhängendes Video. Ich denke mal, das ist interessanter. Ich bin dann jetzt weg. Wir sehen uns gleich. Also läuft jetzt hier durch. Ich sage trotzdem erstmal Ahoi, sagt euer Odin. Geht aber weiter. Ein wunderschön. Wie gesagt, da bin ich schon wieder. Gestern habe ich Odin war shoppen aufgenommen, heute nehme ich es nochmal auf. Ich klatsche alle zusammen. Heute ist nämlich dann endlich die Schnullerkette gekommen. Jetzt fehlen nur noch für die Katzen die zwei Goldfische, die ich bestellt habe. Also nicht echte, sondern so Katzenminzekissen in Goldfischform in zwei verschiedenen Größen, die ich mal zum Test bestellt. Und heute kam die Schnullerkette. Also hier oben wird sie fest, gemacht. Da ist auf der anderen Seite da dieses Ding, wie man es von Hosenträgern kennt. Silber, also grau-weiß ist es und rosa. Hier haben wir den Herz mit Punkten. Da ist eine silberne Krone und ein rosaner Stern. So. Da steht dann der Name. Kann man den lesen? Juno. Und hier ist dann nochmal so ein Da ist es. Little Princess mit einem Krönchen. Und auf der anderen Seite steht... Oh, das kann ich nicht lesen. Also, was steht da? Das ist so klein. Also, ich muss hier nicht. Frau guckt gerade. Tochter guckt auch. Oh, geht gerade nicht. Kann ich gerade nicht. Gib mal Julie. Warte. Uns den... Kannst du das lesen? Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Ich muss nächstes Mal echt meine Lesebrille aufsetzen. Aus dem Bauch heraus, mitten ins Herz. Aus dem Bauch heraus, mitten ins Herz. Dankeschön. So. Und dann hier oben, da ist dann halt dieses Ding dran. Da kommt der Schnuller dran. So, dann haben wir das nämlich auch. Heute kamen auch zwei von den Rollos, also von den Thermorollos. Eins kommt jetzt noch am Montag. Und die Goldfische. Zu den Goldfischen mache ich dann separat nochmal ein Video, weil das will ich gerne, es sei denn, es kommt morgen oder Samstag. Ich warte bis Samstag, wenn die Post durch ist. Wenn es dann nicht mit bei ist, mache ich dazu separat nochmal was. Aber dann sollte eigentlich die nächsten Wochen dann erstmal nichts kommen. Mein Geburtstagsgeschenk ist ja schon da. Habe ich euch ja im vorigen Video schon gezeigt. So. Nochmal einmal einen Karton. Packen wir gleich mal Bilder aus hier. Und für den Preis einfach unschlagbar, billiger als beim Baumarkt. Und damit können wir das jetzt im Wohnzimmer und im Kinderzimmer, also Kinderzimmer noch nicht, aber im Wohnzimmer denn auch hier schon kaputt gegangen, dunkel machen. Also hier seht ihr, das ist kaputt, das ist komplett gespalten, aber nicht das Rollo, Gott sei Dank, das ist noch das Plaste. Achso, das muss man dann zusammenbauen. Achso, okay. Ja, und das ist dann halt Silber, hat Frauchen bestellt. Das ist, steht das auch dran, welche das ist? Steht nicht dran. Das ist 60 mal 120. 60 mal 210. Und das ist 90 mal 210. Das ist dann halt ein bisschen größer. Und hier so sieht es dann aus, wenn es ganz ist. Hier, das hängt hier dran. Also das ist alle zusammen. Hier ist trotzdem halt, ist nicht zusammengebaut.
Aber Plaste ist halt komplett ganz. Wir sind mal gespannt, wie es dann aussieht und wie dunkel die Wohnung macht. Ich bin da sehr gespannt und ich warte drauf. Dann können wir von Juna das Zimmer jetzt auch demnächst dunkel machen. Für Mittagsschlaf ist das jetzt demnächst nämlich sehr wichtig, dass das da dunkel wird und dunkel ist. Jo. Und dann würde ich sagen, dann wartet für diesen Abschnitt von Odin war shoppen, also Odin war einkaufen. Daumen drücken, dass morgen und übermorgen noch was kommt oder alles morgen kommt oder so. Es ist ja, wie gesagt, nicht mehr viel. Es ist noch ein Rollo, das kommt definitiv erst nächste Woche. Das brauche ich euch nicht vorstellen in einem separaten Video. Die Goldfische kommen ja auch noch. Aber da bin ich guter Dinge, dass die vielleicht morgen oder übermorgen kommen. Wenn nicht, dann nicht. Dann mache ich dazu nächste Woche ein separates Video. Dann gibt es ein ganz kurzes Odima Shoppen und da zeige ich euch die Goldfische. Weil mehr kommt eigentlich nicht. Es sei denn, wir finden wieder irgendwas bei Kick oder bei Netto oder Repo. Oder Aldi macht wieder diesen Sonderverkauf, was bei uns hier in der Nähe ist. Und wir schlagen da ordentlich wieder zu. Aber da ist jetzt schon Ewigkeiten kein Schild mehr dran gewesen. Das glaube ich eher weniger. So, nichtsdestotrotz mache ich hier erstmal jetzt einen Cut. Wir sehen uns bis dahin. Also falls ihr jetzt nichts mehr kommt, dann ist das jetzt Ende. Falls die doch noch kommen, hänge ich noch was hinten ran. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.